Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin heute sehr gut gelaunt, weil ich habe mir jetzt mal eine Motivtorte ausgedacht, und zwar eine Nikolaustorte. Die muss ja nicht immer nur an Weihnachten gezeigt werden, die kann man auch ein bisschen vorher zeigen, weil ich mag Weihnachten auch vor der Zeit. Und okay, da das Video nicht so lang wird, machen wir auch gleich weiter und fangen mit dem Boden an. Den Boden habe ich jetzt schon öfter gemacht. Ich sage es immer wieder, ich zeige euch das Video gesondert, aber so ist es. Und zwar brauche ich 400 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker habe ich hier, 400 Gramm Mehl, ich brauche Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 4 Eier. Und weil ich den Boden heute, oder besser gesagt, ich will ihn schwarz färben, weil ich dann eine weiße Creme habe und oben haben wir ja, wie ihr dann schon gesehen habt, die rote Schokolade. Und dann habe ich gedacht, färben wir ihn heute mal schwarz. Ich habe, wie ihr bestimmt schon wisst, die Springformel, da habe ich zwei Stück davon und das stelle ich jetzt auch auf 20 cm ein, weil wir 2x20 dann backen. Also Butter, Zucker, Vanillezucker und die Prise Salz können wir dann jetzt mal 5 Minuten lang rühren lassen. Jetzt können wir die 4 Eier einzeln dazugeben. Mehl und Backpulver habe ich jetzt gemischt, jetzt können wir Löffel weiter dazugeben. Den Teig, den haben wir jetzt gemacht. Ich benutze halt sehr gern die Farbpaste von Decotino in Schwarz. Also da könnt ihr auch ruhig mal einen Tropfen mehr nehmen, weil ansonsten wird es halt nur grau. Aber wie gesagt, da könnt ihr dann halt mal einen Tropfen mehr nehmen. Und den Backofen habe ich hochgeheizt, 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Den Teig, den habe ich jetzt schon aufgeteilt und der kann jetzt für 45 Minuten in den Backofen. Mein Teig ist jetzt fertig, der ist auch super geworden. Ich habe auch Stäbchenprobe gemacht. Alles ist gut und den lassen wir jetzt erstmal auskühlen. Die Böden, die habe ich jetzt aufgeschnitten. Die könnt ihr auch sehr gerne einen Tag vorher machen. Also wie gesagt, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen schwarze Farbe nehmen können, aber ich finde, es ist dunkel genug. Das reicht. Ich kann die Zähne mehr ändern. Nun gut, ich habe jetzt hier so ein bisschen Wintermarmelade. Das ist dann Pflaume, Apfel, Zimt. Ich wollte meinem Vater was Gutes tun und wollten so eine Marmelade geben und er hat gesagt, nein, der ist lieber Marzipan und Kirsche, das kennt er vielleicht auch nun gut. Auf jeden Fall ist sie jetzt da. Da gebe ich jetzt so 4-5 Esslöffel in eine Schüssel rein und lasse das gerade im Wasserbad ein bisschen erwärmen. Der erste Boden habe ich auf eine Platte gegeben und da mache ich jetzt auch einen Esslöffel drauf. Guckt mal, dass er am Rand so ein bisschen einen Zentimeter oder sowas frei lasst, so rum, dass es dann später nicht rauskommt. So, das stelle ich dann nochmal kurz zur Seite und ich habe mich jetzt für eine Creme entschieden mit Mascarpone und Quark und Sahne. Ich finde die sehr schön, weil ich halt unbedingt eine weiße Creme haben wollte. Und zwar habe ich jetzt 600 ml Sahne. Sahnepart habe ich auch da, habe ich gesehen zur Stelle. Also brauchen wir 6 Teelöffel. Warte mal. So, Teelöffel. Okay, also 600 ml Sahne, 6 Teelöffel Sahnepart. Dann habe ich hier 2 Päckchen Vanillezucker. Ihr müsst dann die Creme später probieren. Wenn es euch nicht so süß ist, macht noch ein bisschen Zucker dazu. 250 Gramm Mascarpone habe ich und 250 Gramm Speisequark. Also ich habe 40% genommen. Ich habe mir jetzt eine Schüssel geholt mit Schneebesen. Da kann ich jetzt auch die Mascarpone, Quark, kann ich jetzt schon in die Schüssel geben mit dem Vanillezucker und kann das einmal kurz durchrühren. Das haben wir jetzt schön verrührt. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch andere Aromen reinmachen, Zitrone oder halt, wenn ihr es ein bisschen kräftiger haben wollt, Vanillearoma, das ist gar kein Problem. Jetzt schlagen wir die Sahne mit dem Sahnepart steif. Die Sahne haben wir jetzt steif geschlagen und das Ganze können wir dann unterheben. Ich habe schon mal angefangen, also die Creme finde ich wirklich schön weiß, die hätte man auch färben können, aber so finde ich sie gut. Und die können wir dann jetzt verteilen, dann geben wir den zweiten Boden drauf. Ich mache die Oberseite, mache ich immer nach unten, dass wir hier eine schöne gerade Oberfläche haben. Ja okay, vielleicht hätte ich die Marmelade jetzt machen sollen, aber sie ist noch warm, die können wir dann auf jeden Fall noch oben drüber verstreichen. Und so machen wir das weiter, bis wir oben angekommen sind. Nachdem wir das dann schön gemacht haben, habt ihr ja jetzt auch schon gesehen, ich habe sie ein bisschen weiter rauslaufen lassen, aber das ist ja nicht schlimm, das machen wir auf jeden Fall jetzt auch noch gerade. So, das Ganze haben wir jetzt schön verteilt, es muss auch gar nicht hundertprozentig perfekt sein. Den Rest habe ich jetzt in einen Spritzbeutel mit großer Sternhülle und das können wir jetzt auf jeden Fall mal in den Kühlschrank geben.
So, ich habe gerade alles eben noch mal ein bisschen sauber gemacht. Die Torte habe ich jetzt ins Gefrierfach für 5 bis 10 Minuten, also wirklich nicht länger. Ich möchte, dass die Creme halt wirklich außenrum ein bisschen fest ist, nicht, dass die dann mit der Schokolade verläuft. So, ich habe jetzt hier weiße Kuvertüre, das hacke ich mir jetzt noch ein bisschen klein. Ich habe jetzt 100 Milliliter Sahne, 100 Milliliter Sahne. Ich habe jetzt hier so fettlösliche Farbe, habe ich mir gekauft. Und zwar, leider Gottes, nee, ich will keine Werbung machen. Nein, ich kriege auch kein Geld, wirklich gar nichts. Aber ich habe die jetzt mal von Patty versandt, habe ich mir jetzt mal schicken lassen. Oder besser gesagt, der Thorsten, mein Freund, hat mir die geschenkt. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt halt für Rot entschieden, klar, wegen Nikolaus. Und dann färben wir jetzt erst die Sahne ein. Wie gesagt, wir färben jetzt die Sahne. Ich habe mir jetzt einen Teelöffel genommen, also Henner. Und geben dann so viel Farbe rein, wie ihr sie haben möchtet. Und das rühren wir dann gerade mal kurz um. Ich habe mir jetzt ein schönes, kräftiges Rot ausgesucht. Also wie gesagt, also es wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr dann halt Pulver habt. Mit normaler Farbpaste geht das nicht. Das muss auf jeden Fall fettlöslich sein. Und die Sahne, die lassen wir jetzt kurz aufkochen. Die Sahne habe ich jetzt aufkochen lassen. Ich habe jetzt die weiße Schokolade hineingegeben. Und das ist auch bisher, also das ist ein super Rot. Also ich bin so begeistert. Das hätten wir ja vielleicht auch gerade an Halloween nehmen können. Okay, auf jeden Fall rühren wir das dann ein bisschen um, bis die Schokolade ganz geschmolzen ist. Die Torte habe ich jetzt aus dem Eisfach genommen. Oh mein Gott, es gibt jetzt natürlich verschiedene Varianten, wie ihr den Trip jetzt drauf machen könnt. Ich habe mir jetzt so eine Flasche besorgt. Da ist oben ein ganz kleines Loch drin. Und weil wir jetzt mit weißer Schokolade nicht so viel Spielraum haben, weil die sehr schnell fest wird. Auch auf der Torte wird sie jetzt sehr schnell fest, weil die Torte ja kalt ist und Schokolade, ne? Okay, so ist es. Und ja, jetzt sucht ihr euch vielleicht eine Stelle raus, wo ihr vielleicht nicht so toll findet. Und da könnt ihr jetzt erstmal anfangen zu probieren. Zufrieden, also die Farbe, die ist mega cool. So, und das verteile ich jetzt oben drauf noch und dann verstreiche ich das oben drauf noch schön. Ich habe das jetzt oben schön verteilt. Ihr müsst dann halt ein bisschen aufpassen, wenn ihr dann halt wirklich ein bisschen Schokolade an die Hände kriegt. Tada. Wenn sie halt rot, aber das geht wieder ab. Bei mir ist jetzt eh schon zu spät, deswegen macht oder zieht euch Handschuhe an. Also die Schokolade, die glänzt, das ist ehrlich, ich bin so begeistert. Okay, das Ganze kann dann jetzt erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und wie ich dieses hübsche kleine Teilchen gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt Fondant genommen, weil wir das ja auf die Schokolade legen und dann ist es nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier rote Fondant, also ein kleines Geschenk habe ich noch gemacht. Ich habe es jetzt in Blau gemacht, dass wir ein bisschen Kontrast haben. Dann habe ich weiße Fondant, dann habe ich mir Fondant ein bisschen mit Braun eingefärbt, dass wir halt das, die Gesichtsfarbe ein bisschen bekommen. Und ja, essbare Kleber habe ich jetzt noch. Als erstes habe ich mir jetzt eine kleine Kugel abgemacht. Das hat jetzt so ungefähr 60 Gramm, also ich kann euch nicht ganz genau immer die Grammzahl sagen. Das rollen wir jetzt mal so ein bisschen zu einem Kegel aus. Und dann setzen wir es mal, stoppen wir es mal ein bisschen auf, dass er sitzen bleibt, der Nikolaus. Dann habe ich mir noch ein Stückchen weggemacht für die Zipfelmütze. So machen wir es genauso. Ihr kennt sie halt gerade lassen oder ihr kennt dann halt auch die Spitze oben so ein bisschen einknicken lassen. Das ist dann ganz euch überlassen. Jetzt habe ich mir eine kleine Kugel gemacht. Das habe ich jetzt auch schon aufs Rote draufgegeben. Das ist dann halt für den Kopf. So finde ich, kann es bleiben. Dann habe ich mir noch ein Stückchen weiße Fondant abgemacht für unter die Mütze. Und so ein kleiner Pommel habe ich jetzt schon drauf gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dann alles schon mal festkleben. Und das gucken wir dann, dass es dann passt, für auf den Kopf drauf. So, ich habe mir jetzt zwei kleine Stränge gemacht für die Ärmchen. Dann habe ich mir wie so ein kleiner Handschuh habe ich mir gebastelt, habe es einmal eingeschnitten, ich zeige es euch gleich. Dann können wir jetzt ein bisschen weiße Fondant mit Puderzucker ausrollen, dass wir dann halt den Schnurrbart noch machen.
So, ich habe mir jetzt ein kleines Viereck ausgeschnitten. Das habe ich mir jetzt auch schon auf den Kopf gegeben. Eine Knollennase haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen wir noch die Augen. Da brauchen wir jetzt auch nicht viel weiße Fondant. Dann kleben wir das oberhalb von der Nase kleben wir das drauf. So weit sind wir dann jetzt schon. Ich habe jetzt hier so schwarze Zuckerschrift und dann mache ich jetzt zwei Punkte jeweils auf ein Auge. Wir deuten jetzt den Oberkörper, sage ich mal, an, weil ich habe jetzt keine Füße gemacht, weil ich den ja schön da drauf setzen möchte. Ich habe mir jetzt so einen kleinen weißen Strang gemacht, den habe ich jetzt um den Bauch gelegt. Und dann brauchen wir jetzt noch ein kleineres vom Bauch dann nach unten. Können wir dann noch ein bisschen festkleben gleich und dann wäre dann auch schon fertig. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr noch wollt. Bei dem anderen habe ich noch so einen kleinen Schnurrbart dran gemacht, aber das müsst ihr nicht machen. Dann das Geschenk habe ich, wie gesagt, im Blau ausgewählt. Das habe ich jetzt gar nicht draußen. Gerade in viereckig, sage ich mal, in einem Würfel, sage ich mal. Und dann auch so kleine weiße Streifen draufklebe, dass es aussieht wie ein Geschenk. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den jetzt schön mittig auf die Torte gegeben und da habe ich dann noch ein bisschen. Entschuldigung. Und da habe ich dann so ein rot-weißer Strang, das habe ich gerade ein bisschen gezwirbelt. Und jetzt machen wir noch ein paar Sahnetuffs drauf und dann haben wir es gleich. So, meine Torte, die ist jetzt fertig. Die Tuffs habe ich draufgegeben. Ich wollte eigentlich noch ganz viel machen, aber das muss wirklich nicht sein. Vom Thorsten war die Idee mit den Kokosflocken. Das können wir dann ruhig ein bisschen drüber streuen. Das sieht aus, als ob es geschneit hat. Ich habe noch jede Menge so Streudeko, aber ich habe jetzt diesmal so kleine goldene Sterne. Die habe ich jetzt außenrum noch ein bisschen verziert. Hier kann noch eins drauf. Auf jeden Fall kann das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Mir gefällt es sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt einfach mal so einfallen lassen. Ich habe noch ganz viele weitere Ideen. Für heute reicht es. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt was zu essen. Und den Anschnitt zeige ich euch später. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.